Hallo, da bin ich wieder. So, wie versprochen, wieder Gameplay. So, Lena, du fühlst dich ja unwohl, da kannst du ja mal meditieren. Oh, ich hätte Dünger auch kaufen können, stressfrei. Der Dünger wurde von den vielbeschäftigten Gärtner gemacht, der ein wenig Zeit sparen muss. So eine Formel ist wissenschaftlich erwiesen, dass Unkraut wachsen und hält Insekten fern. Spritze diesen Dünger einfach alle paar Tage oder deine Pflanzen und denke daran, sie zu bewässern. Und Vitaldünger. Hol mir doch mal. Kann ich jetzt auch düngen? Kann ich. Dankeschön, Eisi. Ich sollte aber auch gleich mit mir mal was essen, sonst verhungere ich bald. Und jetzt sehen wir Lena beim spannenden Meditieren zu. Könnte eigentlich auch Cottagecore. Neun wieder an. Lukas, ein wunderschön, wie geht's dir? Hi. Ja. Schön, dass du wieder vorbeischaust. Müsste Unwohl nicht mehr abnehmen durchs Meditieren? Anscheinend nicht. Level 3 schon. Oh, und unsere Kuh Eisi ist schon schlafen. Kann ja noch Futter auffüllen, okay. Ja, war heute bis unterwegs, hatte ein Date. Und? Wie war's? Magst du erzählen? Jetzt bin ich unwohl als Nasses. Oh mein Gott, Sims. Lena hat die Wellnessfähigkeit erworben. Dank ihrer neuen Wellnessfähigkeiten kann Lena verschiedene Yoga-Haltungen einnehmen, meditieren und Massagen verabreichen. Weitere Yoga-Haltungen, Massagen, Rezepte und Sozialaktionen werden in höheren Level freigeschaltet. Super eigentlich. Na, das klingt doch schön. Ich spule mal ein bisschen. Wieso Tanzfähigkeit? Ach so, Lena hat schon fertig meditiert, deswegen tanzt Lena jetzt eigentlich. Gut, Lena. Gut. Was ist denn das eine gedüngt? Oh, Nolan. Ihm wird es sich auch unwohl sein, weil das Essen nicht gut ist. Ja, komm, wir machen mal einen anderen Sender rein, weil dazu zu tanzen ist jetzt nicht so. Japanische Volksmusik. Ja, Lena, shake that booty. Das ist japanische Volksmusik. Du bist schon fett mit Tanzen schon wieder. Ich würde aber ganz gerne, dass du den Kochkanal weiterschaust, damit das nächste Essen, was du machst, nicht so meh wird. Was mache ich denn? Nein, nicht tanzen. Nein, Nolan. Du musst weiter düngen. Komm schon, Boy. Dass er nicht einfach dann alles düngt, ist so. Alles muss man. Ah, okay, ist voll. Wetter war toll. Er ist einfach richtig knuffig. Seine Augen waren einfach der Hammer, himmelblau. Ist wahrscheinlich auch niemand im Schwärmen, ha? Jetzt weiß ich auch leider gar nicht mehr, bis wo ich jetzt hin gedüngt hatte. Bis dahin, gell? Jo. Okay, dann noch
Futter auffüllen, sobald du Dünger machst. Jo, sehr gut. Ach, Lena ist schon schlafen gegangen. Lena, das ist nicht dein Bett. Das ist dein Bett. Zustand sauber, Futterstand halb. Okay, ich bin im Haus anscheinend drinne und ich kann gerade nicht in die Ego-Perspektive wechseln. Wirklich immer blau, das war richtig krass. Na klar, hallo, sowas findet man selten. Schon, ja. Was bist denn du? Sornas Rotschopf ausgewachsen. Ist das ein Fuchs? Das ist ein Fuchs. Okay, wie weit muss ich jetzt bitte diesem Fuchs hinterherlaufen? Wo bin ich? Ja, Fruz. Was ist denn das hier? Cooles. Das ist einfach so eine Nachbarschaft hier. Wie cool. Wobei er eigentlich mich gefunden hat, habe eigentlich nicht einmal damit gerechnet. Das ist super oft so, dass man, wenn man halt nicht auf der Suche ist, sondern nicht damit rechnet halt, dann sowas kommt im Leben. LOL, es gibt hier Knauschgesichter. Wie gut. Lernen die Einwohner von Henford und Borkley kennen, die Finchwick im Laufen halten. Werde ein Teil unserer Gemeinschaft, indem du mit den Dorfbewohnern sprichst und ihnen Hilfe bei den Botengängen anbietest. Aha. Hühnerwettbewerb. Eierwettbewerb. Bänder gewinnen und einzigartige Dinge kaufen. Hühnermark von Finchwick. Ja gut, wir haben noch keine Hühner. Wie bist du jetzt gelaufen, Nolan? Wo ist denn unser Haus? Das ist nicht unser Haus. Das ist unser Haus. Ich wollte aber eigentlich. Ach, die kann ich nur ansehen. Die kann ich noch nicht ernten. Ne, schade. Okay. Gehen wir nach Hause, bitte. So. Nolan ist auch müde. Das Bett ist dir. Hoch, hier wird es aber schnell hell. Morgens früh schon. Müssen wir warten, bis einer von beiden aufsteht. Lena wird wach. Lena. Lena muss auf Toilette. Unwohl. Poseidons Kuss. Warte, was? Wegen Merkmal wartungsintensiv. Du wusstest es. Tu nicht so, als ob du es nicht gewusst hättest. Du wusstest, dass es passiert. Dass die Toilette spritzt oder was ist Poseidons Kuss? Ich weiß nicht, was Lena mir damit mitteilen möchte. Das wird aufgeräumt. Ich habe mich auch gedacht, dass ich erstmal noch in einer Beziehung gehe. Jetzt bin ich in einer. Wahrscheinlich eher nicht. Oder was meinst du? Ich bin verwirrt, Eisi. So, hat wohl den Notierungssinn verloren. Nur für dich öfter. Im Leben. In der Gegend. Überall. Das kann man nicht machen, weil ich vegetarisch bin. Das kann man machen. Eier und Toast. Genau das. Ist wirklich jetzt Poseidons Kuss, dass die Toilette gespritzt hat? Wirklich? Es gibt jetzt sowas? Mein Gott. Lena, dein Sim ist ein Weichei. Und brutal, was Kochen angeht, noch. Du stehst auch mal auf und gehst auf Toilette. Was ist jetzt schon wieder los? Oder ist es jetzt wegen mir so gebimmelt? Ich glaube schon. Du hast mich jetzt so gemacht. Ja, du wolltest Wellness und das ist halt die Eigenschaft, die beim Wellness eigentlich dazugehört. Aber ich bin mal gespannt, wie anstrengend es mit dir noch wird.
Was? Warst du schon im Black Spire Außenposten auf Batuu? Nee, wir machen jetzt kein Star Wars. Wir machen jetzt kein Star Wars. Im Inventar von Nolan wurden Kopfhörer abgelegt. Ach so, einfach so. Okay. Danke. Qualität normal. Lena wird besser. Was Kochen angeht. Lena wird ein bisschen besser. Ist. Ah, Eisi ist draußen. Sehr glücklich, sauber, satt, zufrieden. Das ist doch schön. So, Nolan, du isst jetzt auch mal kurz was und dann machst du dein Beet und deine Kuh. Lena. Lena geht aufräumen. Wieso gehört Wartungsintensiv denn zu Wellness? Das kam mit dem Update mit dazu. Also es gab ja die Wellness Aspiration vorher nicht. Das wurde ja nachgepatcht beim Wellness Pack. Genauso wie Wartungsintensiv, das gehört halt zueinander. Daher, ja. Letzte Trennung wollte ich mein Single-Leben genießen. Ein Monat und 5 Tage später war ich mit meiner jetzigen Freundin in Beziehung gegangen. Bin auch so eisig. Man lernt einfach zu schnell Leute kennen. Ich habe mich da raus, was ihr da quatscht. So, Lena ist schon wieder unwohl, deswegen geht sie mal meditieren. Easy, Entschuldigung. Also kocht Lena nur noch halb schwarz. Anscheinend. Es ist nicht mehr miserabel, es ist nur noch normal. Also ist eine Verbesserung da, ist eine Steigerung da. Können okay, wir Freunde über ein Jahr jetzt. Ja, es ist ja auch besser so, wenn man sich was länger kennt. So das Beste, wenn ich das so lese, weil man dann einfach selber trotzdem auf sich schaut. Das Beste, wenn ich so lese, wenn sie. Wovon redest du, Izzy? Jäten. Und gegen Käfer einsprühen. Finde interessant, dass Unruhe nicht abnimmt, obwohl Lena meditiert. Lena macht, glaube ich, irgendwas falsch beim Meditieren. Vor allem, wie lange ist das? Ist mir denn deswegen unwohl? So dramatisch bei seinem Kurs jetzt auch nicht. Dir ist jetzt noch 5 Stunden unwohl. Fünf Stunden, Lena. Ach, dieses Abstimmungsgedöns. Uff. Ja, das hat dich anscheinend sehr traumatisiert, Lena. Ich weiß auch nicht. Die genaue Zeitangabe, 5 Stunden unwohl. Steht da halt. Sehr gut. Lena hat jetzt den Status okay bekommen, wegen kontrollierter Emotionen. Wie übt man denn Achtsamkeit? Achso, finde ich einen Frieden durch 6 Stunden Meditation und oder Yoga. Hätte ich im Real Life gerne. Wie lange es einem da schlecht geht? Ja, das wäre mega. Müssen gucken, was Lena macht. Lena chillt. So, Lena fängt jetzt an zu malen. Hey, das Unwohl ist weg. Sehr gut, Lena. Wo ist denn dein Zockerraum, Nolan? Nee, ich habe so schon lange noch dekoriert und gebaut und keine Ahnung was. Wir wollten ein bisschen Gameplay machen. Wir haben auch nicht mehr so viel Geld. Also 24.000 ist ja okay. Und ja, wie gesagt, das wird ja eher der Run, wo ich Bauer bin und nicht Zocker. Bei mir würde stehen 17.000 Stunden. Bei mir würde einfach dieser Energiebalken nur bis zur Hälfte aufgefüllt werden, das wär's. Zur Musik aus Stereoanlage tanzen, wer glücklich ist. Ja, so sehe ich aus. Bienenkiste kaufen. Am Computer wollen wir so eine Vampire suchen. Wir waren schon mal Vampir. Wir machen das nicht nochmal. Freundlich zu Lena sein, das ist doch okay. Oh nein, unsere Kuh ist nicht glücklich. Wir müssen sie gleich putzen. Ich hätte vielleicht nicht so ein großes Feld nehmen sollen, wa?
Bist du schon fertig, Lena, oder was? Lena ist traurig, weil... Familiensehnsucht. Ich stehe neben dir als deine Familie. Nun gieß erstmal 3 Tage. Nee, ich sprühe ein gegen Insekten. Okay. Lena? Du musst jetzt mal an die Kuh ran. Lena muss mir jetzt ein bisschen helfen. Weil ich bin hier ewig beschäftigt, ey. Zufriedenheit, okay. Aufmerksamkeit, okay. Kommen wir nun wieder Kuh-Nahaufnahme. Er war auch der Erste, der die Gefühle gestanden hat und ist einfach mega cute im Allgemeinen. Das ist doch schön. Huch, nein, Lena, guck dir nicht bitte auf diese eigenen Brüste, komm schon. Oh. Okay, Lena hatte gerade kurz keinen Kopf. Ich meine, würde manche Aktion von ihr erklären, dass sie einfach kopflos handelt. Erstes Gemälde, erstmal Qualität schlecht. Wollte sagen, dass Lena sich um mich kümmern soll. Ja, anscheinend ist es dann doch besser, wenn man 2 Sims hat und sich beide ein bisschen drum kümmern. Ich habe vielleicht einfach ein zu großes Feld hier angelegt, keine Ahnung. Und vor allem müsste Eisig, glaube ich, wieder gemolken werden. Das wird so gut, wenn ich dann irgendwann mal den Garten gestalte. Irgendwann mal. So, Lena, ich würde dich gerne zum Melken schicken. Dankeschön. Nee, die Kuh brauchst du nicht mehr putzen. Die Kuh ist sauber. Uff, diese Aussage. Was jetzt? Das Melken? Den Garten dekorieren? Oder dass Lena keinen Kopf mehr hat und deswegen kopflos handelt? Ich weiß halt nicht, wie viel Delay wir haben. Kann man jetzt auch aus einer Aufnahme machen? Oh Gott, kann man. Da geht ja die Hälfte daneben. Auch wieder 6 Flaschen, das ist doch super. So, Lena, verkauf mal dein echt schönes Bild. Aber... wir altern aber nicht, oder? Ich hoffe nicht. Oh, Lenas neutraler Ruf ist eher ein bisschen negativ. Was hast du gemacht, Lena? Ich mach das mal aus mit dem Rampenlicht, weil ich möchte das jetzt mal nicht haben. Die halbe Milch ist zum Düngen des Bodens da. Anscheinend! Vor allem für die leere Leinwand haben wir einfach 50 ausgegeben, Lena. Und wir kriegen einfach nur 42 wieder. Verlustgeschäft, Verlustgeschäft. So geht das nicht. So können wir kein Familienbusiness aufbauen. Alter, bist du einen halben Tag dran, hat alles hier zu versorgen. Wei, oh wei. Lena muss mehr üben. Muss mehr Melken üben, ja? Diese Aussage achte ich als kritisch und unterstütze sie nicht. Ach, Nolan, bist du bald soweit? Oh mein Gott, ey. 77, ey, immerhin ein bisschen plus gemacht. Nein, beim Malen, Nolan. Ja, so gerne ich Sims spiele und so super gerne ich Sims streame. Ich hab danach immer ein bisschen Sorge, dass Lena mich irgendwann wirklich vermöbelt für meine ganzen Aussagen. Muss ich die jetzt wieder alle einzeln zu wachsen? Über Wurzeln reden, was soll das? Muss ich jetzt wieder alle einzeln zum Wachsen motivieren? Ich glaube schon, oder? Aber Gartenfähigkeit baue ich ganz schön schnell auf, muss man schon mal sagen. Dinge benennen.
Nolans Katze. Aber ich habe doch gar keine Katze. Noch nicht. Wir können gerne uns noch ein Tier holen. Los ist nicht. Ich habe schon lange keinen Haushalt mehr mit Haustier gespielt. Wie soll denn die Katze heißen, Izzy? Wenn wir eine kriegen. Jetzt hast du eine. Okay. Flasche Milch. Jo. Na, Izzy. Okay. Wenn wir genug Kohle machen, ergo, also wenn Leda ein bisschen besser im Pinsel schwingen wird, und wir mehr Geld kriegen, dann kriegen wir eine Katze. Ich möchte anmerken, wir haben gerade eben darüber geredet, dass Lena besser werden muss im Melken. Jetzt habe ich gerade den Spruch gebracht mit, sie muss besser im Pinsel schwingen werden. Und dieses Gemälde, was sie gemalt hat, gibt einfach 69 Simoleons. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Nee, oder? Ich muss da, glaube ich, nichts zu sagen, oder? Passend. Die halbe Community wird zu Tieren des Haushalts. Das ist okay. War ja bei Stories of Season auch schon so. Hier geht's der Kuh. Glücklich, sauber, satt, zufrieden. Super. Vorhin steht er schon wieder. Nee, merken kann man sie noch nicht. Nee. Okay. Kann ich eigentlich wissen, dass es ein bisschen das authentischer wirkt? Ich weiß, ich bin schon wieder im bösen Baumenü. Nee, es geht nicht, weil hier Platz ist von der Scheune. Okay, dann nicht. Wollen wir zum Pflanzeninstandhalter? Ja. Ökologischer Fußabdruck hat danach beschadet. Oh nein. Das machen wir nicht. Pack-Einstellungen. Es ist doch deaktiviert. Alles Prozess für Tiere? Nein, die sollen nicht sterben. Und deaktiviert wird ja, ist okay so. Weil durch dieses Öko-Abdrucksgedöns, dann kann eventuell der ganze Boden auch braun werden oder es absterben und keine Ahnung was. Und darauf habe ich jetzt keinen Bock. LOL. Wilder Hase. Ja, Thomas, lass dich mal in Ruhe. Kontakte knüpfen. Fragen, wie der Hase unter der Erde vorankommt. Hau mal gerade auf, Nolan. Ne, du bist ja süß. Oh mein Gott. Kann ich bitte aufhören, so komisch zu lachen? Ein kleines Häschen. Oh. Darf ich dich streicheln? Oh mein Gott. Bist du niedlich? Willst du mir Grünzeug erzählen? JJ Bills, vielen Dank für den Vorschlag von der Community. Dankeschön. Wenn du mich als Haustier hast, musst du auch. Das lese ich gar nicht vor, Izzy. Das lese ich überhaupt nicht vor. Du kannst mich mal. Er braucht einen Namen. Stimmt, der hat noch gar keinen Namen. Kannst du die Flasche für die Kuff, was? Ich habe Angst, dass der so schnell weggeht. Kann ich ihm auch einen Tanzschritt zeigen? Was macht Lena jetzt eigentlich gerade? Schlafliedsender zuhören. Ja, Lena. Ja. Okay. Hm.
mit Liebe drücken geht nicht. Ja, weil ich echt befreundet sein muss. Mit wilder Hase Geige üben und Gitarre üben. Was? Geschenkepräferenz. Ich will wissen, was du magst. Bunny Honey. Wie süß der ist. Das hilft nicht bei der Gartenarbeit. Faule Socke. Kannst du eigentlich die Flaschen für die Kuh größer machen? Ich habe als Kuh mehr Beinbewegung und du kannst was drin. Ach, die Flasche. Ah, okay, ich weiß gar nicht, was für eine Flasche. Ja, könnte ich eigentlich. Aber ich möchte. Wie gesagt, den Garten machen wir nächstes Mal. Das ist eine zu große Herausforderung. Und mit dem Hasen und Lena hört Schlaflieder. Ja. Wusste das halt. Wie heißt dieser Hase bitte? Der Hase ist mega. Der ist so süß. Über Fuchssichtungen reden. Ja, und ich frage nach Bären. Neun hat sich dem Hasen angefreundet und kann jetzt ein Wildhasenhaus kaufen. Ja, aber. Glaub mal. Nein. Da. Ah, oh, locker wird der Hasen diesem mythischen Heim an, das nach dem neuesten Erkenntnis der Hasentechnologie entwickelt wurde. Hasen sind nicht nur total niedlich, sondern beschenken auch gerne Sims, die sie mögen. Wenn ein Freund sie darum bittet, helfen sie bei der Gartenarbeit, indem sie das Unkraut auffressen. Im Rahmen ihres Gartenservices spenden freundliche Hasen außerdem ihren vollkommen natürlichen Dünger, um den Boden rund um Riesenfeldfrüchte zu düngen. Hehe. Ja, wo platziere ich es am besten hin? Mal hier vorne. Kann ich dir sagen, du kannst da einziehen? Ich will dich mit Liebe erdrücken. Oh. Entschuldigung. Okay, mit Liebe drücken war noch zu früh. Keine Hasenumarmung für mich. Aber streicheln will ich dich. Ich habe leider keine Geschenke. Willst du über Karotten erzählen? Das Telefon klingelt, weil. Helene, du bist so berüchtigt, dass einer meiner skrupellosen Freunde dich treffen möchte. Darf ich dir nur mal weitergeben? Lena! Na? An skrupellose Leute deine Nummer weitergeben, ist doch vollkommen fein, oder? Also ich sehe da jetzt nichts Negatives dran, um ehrlich zu sein. Was zum. Achso. Ich finde, das ist okay. So, Häschen, so süß wie ich dich finde. Ich muss sie mal gerade ein bisschen zum Wachsen weiter ermutigen. Ist dieses Häschen einfach süß? I can't. Und Eisi schläft wieder. Da ist einfach noch ein Hase. Alles klar, ich werde in dem Game Schneewittchen. Hör auf damit, Lena. Das ist creepy. Lass das. Warum, was macht sie da? Jetzt habe ich zwei Häschen da rumhüpfen. Ja. Warum bist du. Irrationaler Hass gegen die Sonne. Lena beschließt, dass sie die eine Sache im Sonnensystem hasst, die alles am Leben erhält. Was?
Oh, Lena, du bist Gold wert, wirklich. Oh, ist das gut. Ich schlafe als Kuba gerne. Sie ist halt ein Nachtmensch. Lena hasst alles irgendwie. Ja, Lena ist nicht. Lena ist sehr wartungsintensiv. Biete deine Hilfe an. Könnte ich dir jetzt einfach auch meine Hilfe anbieten? Wie geht denn das? Karrierefragen? Nein. Über Weltfrieden reden, ja. Und darüber reden, dass du Lena die Sonne hast. Aktion, nein. Okay, keine Ahnung, wie das geht, ist mir jetzt auch egal. Machen wir anders mal.